Ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends zur Fortsetzung der World Tour, wo wir beim letzten Mal für ordentlich viel Gepäckverlust gesorgt haben, weswegen wir die Goldmedaille als Crash-Belohnung erhalten haben. Denn wir können weitermachen mit der nächsten und insgesamt der vorletzten Crash-Kreuzung bereits. Und zwar diesmal findet diese Stadt ebenfalls ein Paradise, und zwar handelt es sich genau um die andere, die wir eben beim letzten Beispiel gesehen haben, meine ich. Und zwar Pur Scores. Das ist die vorletzte, die wir machen. Ja, wir wollen also, es geht um die pure Punktzahl. Um pures Gold geht's nur. Darum geht es. Um pures Gold. Und zwar fahren wir das mit diesem Auto. Und haben dort einen Berg hochzufahren mit Booster, dann auch eine Sprungschanze, und wir müssen aber eigentlich da nach rechts da rein crashen, dann irgendwie versuchen an einer anderen Fahrbahn wieder was wegzuräumen. Das ist wieder die Idee dahinter. Ja, gucken, ob es so funktioniert. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir hier 90.000 Crash-Dollar als Bedingung für Bronze, Minimalanforderungen. Ja, um was dann zu tun, keine Ahnung, weil eigentlich haben wir alles freigeschaltet jetzt, was die Kreuzung angeht. Also bringt das eigentlich nie gar nichts mehr. Silber bringt eigentlich auch nichts. 300.000 Crash-Dollar brauchen wir dafür. Nur Gold bringt noch was, denn damit schalten wir noch am Ende was frei, wenn alles vergoldet. Und zwar 600.000 Crash-Dollar. Das ist dafür nötig. Und dazu gibt es auch einen Crash-Packer zur Unterstützung. Und zwar ab 12 Wracks. Das ist alles. Das sind die Bedingungen hier, die Rahmenbedingungen. Also würde ich sagen, los geht's. Na, los geht es. So, der Booster ist gestartet. Wir fahren, glaube ich, nochmal hier rein. Das ist super, keine Ahnung. Ich bin da viel zu weit abgekommen vom Schluss, glaube ich, das wird wohl nichts werden. Aber hey, mal gucken, was bringt das so. Gucken, was das so bringt. 617.000, das ist ja ausreichend. Da kann man viel mehr rausholen, ne? Aber es reicht ja für Gold. Also ich glaube, das wirklich hier geht wirklich nur in die pure Scores. Man kann nämlich viel locker, viel, viel, viel mehr machen. Aber es reicht ja für einen neuen Rekord. Also Events gibt es nicht mehr. Und ja, haben damit auch die weitere Goldmedaille uns verdient. Die vorletzte, die uns fehlt. 53 Millionen. Und ja, sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass ihr Spaß dran hattet. Denkt wie immer an die Kommentare unter die Bewertung und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um das Ganze bleiben. Ihr könnt aber auch beitreten im Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen und mitgestalten. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Naja, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal.